Das Bundesleistungszentrum Kienbaum ist um eine innovative Trainingsmöglichkeit reicher. Am Freitag wurden 12 Fitnessgeräte der Firma Bild im Namen von Andre Agassi als Geschenk übergeben. Der Gesamtwert der Trainingsmaschinen beläuft sich auf 100.000 Euro. Also schon eine große Anerkennung unserer Arbeit, die wir leisten. Wir sind nicht nur in Deutschland bekannt, wir sind auch international bekannt. Nicht umsonst ist man auf uns gekommen und wir sind sehr froh, dass wir diese Geräte erhalten haben für unsere Top-Athleten. Es ist wieder eine weitere Steigerung unserer Qualität, die wir anbieten können. Entwickelt wurden die innovativen Trainingsgeräte von Andre Agassi und dessen langjährigen Trainer Jill Race. Zusammen gründeten sie die Firma Bild. Da Andre Agassi nicht selbst vor Ort sein konnte, wurden die Geräte stellvertretend von Zehnkampf-Olympiasieger Dan O'Brien übergeben. Das Tolle an den Geräten ist, dass man sie fühlen kann. Sie sind einfach zu benutzen und für dynamische, schnelle Bewegungen gebaut. Sofort durften sich deutsche Spitzensportler ein Bild über die neuen Trainingsgeräte machen. Unter anderem konnte Kanu-Olympiasieger Ronny Raue den COD testen. Eine neuartige Trainingsmaschine, die auf der Fitnessmesse FIBO kürzlich den Innovationspreis gewonnen hat. Die Geräte der Firma Bild werden ab sofort auf dem deutschen Markt vertrieben. Das Leistungszentrum Kienbaum ist der erste Standort in Europa, der über die neuartigen Trainingsgeräte verfügt.